Servus alle beieinander und willkommen zu einer kleinen Tutorial- bzw. Crashkursreihe zu Sid Meier's Civilization 6, in dem ich die verschiedenen Grundkonzepte der Civilization-Reihe und natürlich auch speziell des sechsten Teiles erklären will. Ich will das Spiel wirklich für Neulinge erklären, gerade für Leute, die mit Civilization 5 viel Erfahrung hatten, ist ja der Umgang, der Umstieg Civilization 6 wahrscheinlich nicht allzu problematisch. Das dürfte sich sehr stark ändern, wenn man von Civilization 4 früheren Titeln kommt oder allgemein wenig bis keine Erfahrung mit Civilization 6 hat. Wir wollen jetzt hier wirklich über diverse Grundkonzepte sprechen, ganz kurz zur Spielerstellung. Gehen wir jetzt gar nicht mal großartig ins Detail. Es gibt das auch das erweiterte Setup, wo man noch verschiedene Sachen einstellen kann. Wie gesagt, die sind jetzt anfangs für uns noch nicht wichtig. Ich will einfach nur ganz kurz diesen Bildschirm kurz ansprechen. Wir haben die Möglichkeit, eine Zivilisation zu wählen. Ich nehme jetzt hier Theodore Roosevelt mit dem amerikanischen Reich, weil das, denke ich, für Anfänger eine sehr empfehlenswerte Nation ist. Deswegen würde ich es auch für eure ersten Partien empfehlen. Von den Boni her ist er einfach zu nutzen. Er gibt für Anfänger sehr praktische Boni, zeigt ihr mir die hier an oder erst später. Also gerade die Einheiten plus 5 Kampfstärke auf ihrem Heimatkontinent. Das heißt, ihr könnt euch in eurem Heimatkontinent, das sehen wir später, besser gegen Barbaren verteidigen, die für viele Anfänger sehr große Probleme sein werden. Gründerfeld, das ist ein Bonus, den man automatisch nutzt, den kann man gar nicht umgehen. Also da muss man sich nicht so aktiv drauf konzentrieren, dass man die Boni dieser Regierung ausnutzt, dieser Nation, und deswegen empfehle ich den eigentlich für Anfänger. Ansonsten die anderen Einstellungen würde ich einfach mal lassen, wie sie sind. Klein ist definitiv nicht verkehrt für Anfänger, man kann natürlich auch größer spielen, es ändert an der Spielweise nicht besonders viel. Spieltempo, ich persönlich spiele immer sehr gern Standard, schnell heißt halt, dass alles Sachen schneller gebaut werden, das kommen wir dann später auch gleich noch dazu. Und man kann das Spiel allgemein schneller spielen, das kann man sich ausprobieren, wie man will. Episch macht uns dann eben entsprechend langsamer. Und beim Schwierigkeitsgrad, ich persönlich würde echt empfehlen, auf Prinz zu bleiben. Es gibt diese anderen drei Schwierigkeitsgrade darunter, Kriegsherr, Häuptling, Siedler, die bedeuten, dass der Spieler Boni bekommt. Das macht das Spiel natürlich einfacher, aber ich persönlich halte es ehrlich gesagt für einfacher, auf Dauer das Spiel zu lernen, wenn man nicht sich an diese Boni gewöhnt, sondern einfach auf einen normalen Schwierigkeit dran anfängt. Prinz heißt, ihr habt genau dieselben Fähigkeiten wie die KI. Die KI erhält keine Boni und ihr haltet keine Boni. Ihr spielt einfach auf demselben Level. Und alles, was ihr machen müsst, ist schlauer sein als die KI. Ist am Anfang natürlich nicht einfach. Eventuell verliert man auch seine erste Partie. Aber aus Fehlern lernt man wahrscheinlich noch mehr, als wenn man auf Siedler gewinnt. Ist eine persönliche Einschätzung. Ich würde wirklich auf Prinz anfangen. Die höheren Sachen, da hält die KI dann eben teilweise sehr, sehr starke Boni und sind natürlich für den Anfang eher uninteressant. So, wir haben die Ladesequenz kurz übersprungen und befinden uns jetzt im Hauptbildschirm von Civilization 6. Das ist einen erstmal so ein bisschen überwältigt mit den verschiedenen Informationen, die man hat. Was sehen wir hier? Wir sehen unten rechts immer Informationen zum aktuellen ausgewählten Einheit, Stadt oder was auch immer ihr gerade ausgewählt habt. Je nachdem, was ihr ausgewählt habt. Unten rechts seht ihr immer Informationen dazu. Unten links habt ihr immer eine Minimap, wo ihr einfach die aktuelle Weltkarte seht. Die ist aktuell noch sehr klein, weil wir die Karten noch nicht erkundet haben. Zu oben links kommen wir später und zu oben rechts ebenfalls. Was macht man in Civilization 6? Civilization ist ein sogenanntes 4X-Spiel, im Deutschen meistens Globalstrategie. Vom englischen 4X, das kommt von den vier Wörtern Explore, Exterminate, Expand and Exploit. Zu Deutsch erkunden, expandieren, ausbeuten und auslöschen. Das ist nämlich, was ihr tut in Civilization. Ihr erkundet die Karte, ihr beutet die Karte aus, ihr expandiert euer Reich und ihr löscht eure Gegner aus. Man muss seine Gegner nicht auslöschen in Civilization 6, ihr könnt natürlich genauso gut friedlich gewinnen. Über Siegbedingungen werden wir in einem anderen Spiel sprechen. Aktuell gehen wir einfach davon aus, ihr wollt einfach schnell ein großes Reich errichten, mit dem ihr dann tun könnt, was ihr wollt. Ob ihr dann friedlich spielt damit oder kriegerisch, ist euch überlassen. Aber prinzipiell sind das die Sachen, die man tut in Civilization. Ihr habt am Anfang diese kleine Karte, in der ihr kaum etwas seht. Deswegen müsst ihr exploren, erkunden. Erkunden tut ihr, indem ihr eure Einheit mögt. Ihr beginnt immer mit einem Krieger und einem Siedler. Wenn ihr eine Einheit anwählt, seht ihr, wie gesagt,
Die Informationen verändern sich. Wir sehen bei beiden die Bewegungspunkte. Und der Krieger hat zusätzlich noch Nahkampfstärke, weil er eine militärische Einheit ist. Auch dazu kommen wir später nochmal. Ebenso wird ein verschiedener Bereich markiert, wenn man eine Einheit auswählt. Das sind die Felder, auf die ihr euch bewegen könnt. Wir haben zwei Bewegungspunkte und können uns damit zwei Hexfelder fortbewegen. Zählt es aber nur in diese eine Richtung und nicht in alle anderen. Warum geht es in alle anderen nicht? Nur auf ganz normalen Ebenen habt ihr pro Bewegung einen Bewegungskostenpunkt. So, einmal, zweimal. Sobald ihr euch woanders hin bewegt, zum Beispiel auf einen Hügel, zahlt ihr mehr als einen Bewegungspunkt und habt damit schon mehr als einen von euren zwei Bewegungspunkten aufgebraucht. Entweder sind alle zwei verbraucht. Es kann auch sein, dass ihr nur einen Teil eines Bewegungspunktes verbraucht bei verschiedenen Gelegenheiten, aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Hier hält uns der Wald auf, wobei es zusätzlich auch, glaube ich, noch ein Hügel ist. Nee, ist eine Ebene, aber hier hält uns der Wald auf. Und jetzt wäre hier, und hier wäre ja auch eine Ebene, aber hier müssen wir einen Fluss überqueren. Und auch die Flussüberquerung kostet zusätzliche Bewegungspunkte und deswegen können wir uns nicht zum Beispiel 1, 2 über diese zwei Ebenen hierhin bewegen. Das Einzige, wo wir uns auf 2 bewegen können, ist eben über die zwei Ebenen. Dasselbe gilt übrigens für den Siedler. Auch hier hat dieselben Sachen. Er hat dann nach links die Flussüberquerung. Nach oben hat er hier wahrscheinlich sogar eine Ebene. Wenn ihr über einem Feld lang drüber bleibt, seht ihr eben zusätzliche Informationen. Aber danach wären Hügel, 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 Hügel. Kann er sich nicht mehr drauf bewegen, weil er nur noch einen Bewegungspunkt hat. Und nach unten eben Ebene, Ebene. Deswegen könnte er sich da fortbewegen, wie er mag. So. Wir beginnen mit Explore, Erkunden. Wir bewegen unsere Einheit. Das wollt ihr immer als erstes tun. Bewegt euren Krieger in irgendeine Richtung, um mehr von der Karte zu sehen. Denn wenn ihr mehr von der Karte seht, habt ihr mehr Informationen und könnt eine informierte Entscheidung treffen über das nächste, was ihr mit eurem Siedler tut. Dazu kommen wir gleich. Ein wichtiger Hinweis ist dabei, es werden immer Sachen aufgedeckt, wenn man sich dorthin bewegt. Es wird aber mehr aufgedeckt, wenn man auf einem Hügel steht, weil man vom Hügel eine erhöhte Sichtposition hat sozusagen. Also wenn ich mich jetzt hier hinbewege, wird mehr aufgelegt, als wenn es eine Ebene wäre. So, und jetzt kommen wir zur großen Frage, wo gründe ich meine erste Stadt hin? Städte sind das wichtigste Element, das ihr habt in diesem Spiel sozusagen. Städte bilden euer Reich, aus Städten besteht eure Reichsgrenze, Städte beuten für euch die Karte aus, Städte bauen Einheiten, bauen Gebäude, bauen Siedler, die neue Städte gründen. Also Siedler, Städte bauen alles, was ihr braucht, um Dinge zu tun, die man in Civilization 6 macht. Man kann ohne eine Stadt kann man nicht spielen. Sie sind einfach das Basismodul des Spiels schlechthin. Man beginnt mit diesem einen Siedler und muss eben seine erste Stadt gründen. Da gibt es verschiedene Sachen zu beachten und dazu kommen wir zu den Ressourcen des Spiels bzw. zu den Erträgen. Wenn man auf diesen Kartenoptionen geht, kann man sich die einblenden lassen und sieht dann hier verschiedene Symbole. Man sieht jetzt hier nur zwei verschiedene. Es gibt theoretischerweise bis zu 6 Ertragsressourcen. Die zwei wichtigen, die man hier sieht, sind Nahrung und Produktion. Nahrung sorgt dafür, dass eure Stadt wächst, dass die Bevölkerung wächst. Was das bringt, kommen wir gleich dazu. Und Produktion kann dazu benutzt werden, um neue Einheiten und Gebäude zu bauen. Es gibt auch noch 4 weitere Erträge sozusagen, die allerdings nicht nur für die Stadt sind, sondern die für das gesamte Reich global sind. Das sind, die sieht man hier oben links, Wissenschaft, Kultur, das ist auch ganz wichtig hierfür, dazu kommen wir später noch. Glauben, dazu kommen wir in diesem Video wahrscheinlich gar nicht. Und Gold, wenn ihr bankrott seid, werden eure Einheiten euch verlassen und mit Gold könnt ihr Dinge kaufen. Das sind die 6 Sachen, die ihr auf der Karte ausbeuten könnt. Das häufigste, was ihr aus der Karte erhaltet, sind Nahrung und Produktion. Manchmal dann auch noch Gold. Wissenschaft wird sehr selten sein. Das werdet ihr eher durch Gebäude und Bevölkerung erhalten. Kultur auch eher durch Gebäude, kann bei speziellen Fällen dann aber auch auf der Karte sein. Und Glauben erhaltet ihr von der Karte eigentlich nur dann, wenn spezielle Voraussetzungen gelten, auf die wir hier jetzt aber in diesem Video auch noch nicht eingehen werden, sondern in einem späteren Video. So, jetzt müsst ihr eure erste Stadt gründen und müsst euch überlegen, wo wollt ihr hin. Ein weiterer wichtiger Entscheidungsfaktor dafür sind die sogenannten Rohstoffe, die ihr habt oder die Ressourcen. Es gibt 3 verschiedene Arten von Ressourcen. Es gibt die Bonusressourcen, die Luxusressourcen
und die strategischen Ressourcen. Wir haben jetzt hier gerade nur Bonusressourcen. Bonusressource, Bonus heißt, weil sie nichts bringen, außer sie erhöhen die Effektivität dieses Feldes. Das ist zum Beispiel jetzt hier, wäre normalerweise ein 2-Nahrungsfeld, weil Reis drauf ist, ist aber noch ein zusätzliche Nahrung drauf. Das hier wäre ein 2-Nahrungsfeld, weil Stein drauf ist, hat es einen zusätzlichen Produktionsfeld. Diese drei Steinfelder wären 2 Nahrung und eine Produktion, weil es ein Ebenenhügel ist, wie dieser hier, aber der Stein erhöht es um eine Produktion. Zusätzlich kann man auf diesen Ressourcen dann noch spezielle Verbesserungen errichten, um eben das noch zu erhöhen. Teilweise gibt es auch Technologien, die den Ertrag noch weiter erhöhen. Also Ressourcen, auch Bonusressourcen, wenn sie jetzt auf dem ersten Mal nicht so mächtig klingen, weil sie nur den Ertrag ein bisschen erhöhen, sind durchaus sehr wichtig und können sehr hilfreich sein. Gerade auch, weil diese kleinen Boni anfangs sehr, sehr wichtig sein können. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich viele Ressourcen haben, wir wollen gute Felder haben, die wir bearbeiten können und die unserer Stadt helfen. Wir sind ja eigentlich in einer sehr, sehr schönen Position. Wir haben hier ein sehr starkes Nahrungsfeld. Wir haben schon zwei Felder, die sehr gut Sachen Kombination, Produktion und Nahrung sind. Also gründen wir jetzt einfach mal eine Stadt hier hin. In den meisten Fällen könnt ihr eure Stadt dahin gründen, wo ihr steht, wenn ihr anfängt. Ihr habt eigentlich selten eine wirklich schlechte Startposition. Man kann sich noch bewegen, deswegen auch immer den Krieger zuerst bewegen. Vielleicht sieht man etwas, was besser ist. Gerade wenn man frisch anfängt, ist das ein bisschen schwer zu sagen natürlich. Das ist eine Sache, die vor allem mit Erfahrung kommt, wo man eventuell noch ein bisschen besser siedeln könnte. Deswegen am Anfang einfach auf dem Platz siedeln, wo man steht, ist in den seltensten Fällen komplett falsch. Manchmal geht es halt ein bisschen besser. So, jetzt haben wir eine Stadt. Jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt können wir richtig viele Dinge tun. Zum einen haben wir jetzt hier eine Grenze, wie ihr seht, ist diese weiß-blaue gestrichelte Linie. Gestrichelt ist sie, weil jeder diese Grenzen betreten kann. Es ist zwar unser Reich, unser Gebiet, das heißt nur wir können hier Sachen, die Erträge ausnutzen, aber es kann jeder durchmarschieren. Später können wir unsere Grenzen schließen, dann können andere Nationen nur durchmarschieren, wenn wir es ihnen erlauben. Anfangs heißt es für uns nur, das ist unser Gebiet, hier können wir Sachen ausbauen. Das ist hier einfach ein Ring um die Stadt. Mit zusätzlicher Spielzeit wächst dieser Ring auch um einzelne Felder. Es ist lustigerweise aktuell nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert, weil sich das geändert hat aus den vorhergehenden Civilizations. Es ist auf jeden Fall von der Kultur abhängig, allerdings gibt es aktuell so ein bisschen eine Diskussion, ob es von der Kultur abhängig ist, die in dieser Stadt produziert wird, oder von der reichsweiten Kultur abhängig ist. Wahrscheinlich ist es von der Kultur abhängig, die in dieser Stadt produziert wird. So, kommen wir zu den Produktionen dieser Stadt, zu den Informationen, die wir jetzt unten rechts haben. Wir haben, wie gesagt, die Kultur. Kultur bedeutet Grenzausbreitung und Fortschritt im Kulturforschungsbaum, zu dem wir gleich kommen. Nahrung bedeutet, wie gesagt, Wachstum. Ignoriert das mal bitte, das war alles verklickt. So, was heißt Wachstum? Wachstum heißt, wenn genügend Nahrung da ist, kriegen wir einen zusätzlichen Bevölkerungspunkt. Bevölkerung ist diese Zahl hier, Bevölkerung 1. Ich habe 2 überschüssige Nahrung. Warum habe ich 2 überschüssige Nahrung? Wenn wir jetzt auf dieses Bild klicken, sehen wir, welche Felder bearbeitet werden. Wir haben eine Bevölkerung, das heißt, wir können ein Feld bearbeiten. Wir wollen wachsen, denn wenn wir 2 Bevölkerung haben, können wir ein zweites Feld bearbeiten. Mit 3 ein drittes. Das heißt, je höher unsere Bevölkerung ist, desto mehr Felder können wir bearbeiten, desto mehr kann unsere Stadt leisten. Das ist so dieser wichtige Wachstum, um eben mehr von der Karte ausnutzen, um mehr Dinge damit zu tun. Jede Bevölkerung, die wir haben, benötigt 2 Nahrung. Verbraucht sie einfach, weil sie existiert. Jetzt generieren wir hier in dieser Stadt 4 Nahrung. Das Hauptstadtfeld wird immer bearbeitet, das kann man nicht deaktivieren. Und aufgrund einer Bevölkerung können wir ein zusätzliches Feld bearbeiten. In diesem Fall hat die KI automatisch 2 Nahrung und 2 Produktion ausgewählt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ich will mich jetzt auf Nahrung konzentrieren. Ich will sehr schnell wachsen und sagen, okay, baue mir lieber das hier ab. Wenn ich das hier abbaue, brauche ich 7 Runden, bis ich meine nächste Wachstum bekomme. Und dann kann ich ein nächstes Feld abbauen. Wenn ich sage, baue das hier ab, sind das nur 5 Runden,
Man sieht das Wachstum auch hier leider, abdatet sich dieser Balken aus irgendeinem Grund nicht, was ich extra ziemlich schade finde. Aber hier sieht man es auf jeden Fall sofort aktualisiert. Hat doch aber halt auch deutlich weniger Produktion. Also wir sehen jetzt hier 3,1 im Vergleich zu 5,3. Das ist natürlich ein großer Unterschied und kann am Anfang sehr wichtig sein, wenn man eben Sachen bauen will. Also wahrscheinlich ist das wahrscheinlich wirklich am Anfang das bessere Feld. Man kann ja dann nachher immer noch auf das Feld gehen, um nachher den Wachstum zu beschleunigen. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, was man bevorzugt, was man fokussieren will. Auch teilweise auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Man kann durchaus sagen, auf niedrigem Schwierigkeitsgrad muss man nicht so ganz schnell am Anfang produzieren. Aber es geht wieder ein bisschen ins Detail. So, was sehen wir noch? Wir haben also Nahrung durch für Wachstum. Produktion, um eben Dinge zu bauen, um Einheiten zu bauen und um Gebäude zu bauen. Später auch Bezirke, zu denen wir auch noch kommen werden. Weiterhin haben wir Wissenschaft für den Forschungsbaum, Glauben und Gold. Wir sehen jetzt hier 5 durch Palast. Der Palast ist ein Gebäude, das steht in eurer Hauptstadt. Das wird auch hier durch diesen Stern markiert. Und der generiert einfach so ein paar Grundsachen, damit er nicht komplett ohne dasteht. Also wir haben eine Kultur durch den Palast. Wir haben 2 Produktion durch den Palast, 2 Forschung und eben 5 Gold, die durch den Palast generiert werden. Die sind einfach so unsere Grundlage für alles in Civilization sind, damit wir eben nicht ganz mit ganz wenig anfangen. Das ist auch das eine Gebäude, das hier aufgelistet wird. Was sehen wir hier noch? Wir sehen Annehmlichkeiten und Wohnraum. Was sind Annehmlichkeiten und Wohnraum? Annehmlichkeiten ist sozusagen die lokale Zufriedenheit der Bevölkerung. Die gibt Boni und wenn sie ins Niedrige reingeht, gibt sie vor allem auch Mali. Was zum Beispiel hier ist, ihr seht hier, wir halten ein bisschen zusätzliche Forschung durch die Annehmlichkeiten, die wir haben. Das Wichtige, was ihr über Annehmlichkeiten wissen wollt, es sollte nicht negativ werden, damit ihr eben nicht die Mali dadurch erhaltet. Ihr müsst dazu Gebäude bauen oder, wir haben ja vorher über Ressourcen gesprochen, es gibt auch Luxusressourcen. Luxusressourcen bedeuten zusätzliche Annehmlichkeiten. Das ist das, was die lokale Zufriedenheit in Civilization 4, ja, 4 war für diejenigen, die dieses Spiel gespielt haben. Ganz neu ist das System des Wohnraums. Und Wohnraum ist einfach eine Limitierung für Wachstum. Und zwar könnt ihr nur so stark wachsen, wie ihr Wohnraum besitzt. Das heißt, wir haben 6 Wohnraum. Das heißt, unsere Stadt kann aktuell maximal 6 groß werden. Das wollt ihr natürlich ändern, weil ihr wollt ja große Städte haben. Und das heißt, ihr müsst euren Wohnraum halten. Das kann man durch Gebäude machen, manche Verbesserungen. Zur Verbesserung kommen wir auch gleich, erhöhen den Wohnraum. Und dann könnt ihr einfach weiter wachsen. Ganz wichtig für Wohnraum ist auch, schau, ob uns hier einen Tooltip gibt. Ansonsten gibt es hier auch immer die Stadtdetails, wo man sehr, sehr viele Informationen erhält. Und ein ganz wichtiger Faktor für uns ist Wohnraum durch Wasser. Was heißt Wohnraum durch Wasser? Das ist auch eine ganz wichtige Sache für eure erste Stadt. Und zwar, wenn wir jetzt mal aus der Stadtansicht rausgehen, entschuldigt, und zu den Karten, wo die gehen, die hier Linsen heißen, aus irgendeinem Grund, könnt ihr hier den Kartenmodus Siedler anwählen. Und der zeigt euch folgende Farbkodierung. Rot könnt ihr nicht. Schönes Grün, hier haben wir Frischwasser, Süßwasser. Das ist also an Flüssen oder an kleinen Seen. Und hier haben wir +3 Wohnraum. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, weil ohne das hättet ihr sehr viel weniger Wohnraum. Also zum Beispiel hier hättet ihr halt wirklich nur 3 Wohnraum. Und dann würdet ihr sehr schnell an eine Grenze für euer Wachstum gelangen. Wenn wir jetzt hier eine Küste irgendwo hätten, also an einer Meeresküste, an Salzwasser, hätten wir nur +1. Also gerade das Siedeln an Flüssen ist anfangs und wahrscheinlich auch über das ganze Spiel sehr, sehr wichtig, weil es einfach ein sehr starker Wohnraumbonus ist. Wenn ihr irgendwo komplett ohne Wasser seht, habt ihr nur 3 Wohnraum, dann wächst ihr auf 2. Und in dem Moment, wo ihr nur 1 am Wohnraum seid, also bei 3 Wohnraum 2, bei 6 Wohnraum wäre es eben 5. Um von 5 auf 6 zu wachsen, habt ihr schon einen 50% Wachstumsmalus. Das heißt, wenn ihr nicht an Wasser siedelt, habt ihr bereits nach dem ersten Wachstum, um von 2 auf 3 zu kommen, schon einen 50%igen Malus auf Wachstum. Und das wollt ihr nicht. So, jetzt habt ihr einiges an Informationen gerade auf einmal gekriegt. Deswegen mal ein kurzer Recap an dieser Stelle. Wir machen das Video nicht zu Ende, aber ein kurzer Recap. Was haben wir gelernt? Wir können unsere Einheiten bewegen. In dem Rahmen, den es uns anzeigt. Den wir jetzt hier nicht sehen, weil es sich schon bewegt hat.
Wir gründen Städte, um die Karte auszubeuten, für Nahrung, für Wachstum, Produktion, um neue Dinge zu bauen, Forschung und Kultur, um in den Forschungsbäumen fortzuschreiten, dazu kommen wir gleich noch, Gold zum Erhalt der Einheiten, alle Militäreinheiten kosten Geld, zumindest die fortgeschrittenen, und später, um auch Dinge zu kaufen. Wir müssen auf den Wohnraum achten, wir wollen deswegen meistens an Flüssen siedeln oder zumindest an der Küste, sehr selten möglich im trockenen Gelände. Unsere Stadt baut dann eben diese verschiedenen Erträge ab und dadurch können wir eben uns ausbreiten, neue Bevölkerung erhalten. Die Bevölkerungen können die Karte ausbeuten, wir können es entweder manuell regeln oder die KI automatisch lassen. Wir können der KI auch sagen, worauf sie sich fokussieren soll. Wenn wir zum Beispiel sagen, schau, dass du so schnell wie möglich wächst, klicken wir hier drauf und dann geht er auch automatisch auf dieses Feld, weil er sagt, hey, damit wachse ich schneller, also nehme ich das. Genauso können wir aber auch sagen, ignoriere das und konzentriere dich auf alles andere, außer als auf Wachstum. Und zum Beispiel konzentriere dich auf Produktion, was er meistens wahrscheinlich eher tut. Wobei er allgemein so ein bisschen natürlich versucht, ein bisschen ausgeglichen zu sein. Annehmlichkeiten, Zufriedenheit, sollte nicht ins Negative gehen, müssen eventuell Dinge gebaut werden, um das zu erhöhen. So. Produktion, wie gesagt, es gibt Gebäude. Später gibt es auch Bezirke, denn Gebäude müssen immer in einem Bezirk stehen. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video, wenn wir erste Bezirke haben, weil es ist, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn man das sieht und nicht, wenn ich das einfach nur von mich hin erkläre. Ich sehe jetzt hier, Monument ist so in diesem Stadtzentrum. Es sind so, gibt ein paar Gebäude, die baut man einfach im Stadtzentrum, die kann man deswegen auch sofort bauen. Monument gibt uns zwei Kultur, würde uns also helfen, im Kulturforschungsbaum fortzuschreiten und unsere Grenzen auszuweiten. Dann gibt es noch verschiedene Einheiten. Wir können Krieger bauen, die typische Nahkampfeinheit. Schleuderschütze ist die anfängliche Fernkampfeinheit. Auch dazu kommen wir später noch. Späher, wie der Name sagt, ist einfach zum Erkunden da. Und Handwerker ist dazu da, um die Felder zu verbessern. Das ist noch ein ganz wichtiges Feature. Denn wie ihr seht, wie ihr bereits gelernt habt, nutzen wir ja das Gelände aus. Um das noch effizienter zu machen, können wir das Gelände verbessern. Das heißt, wir bauen zum Beispiel eine Farm hier hin, um den Reis abzubauen. Wir bauen einen Steinbruch hin, um den Stein abzubauen. Und dadurch erhöhen sich die Erträge dieses Feldes. Also zum Beispiel mehr Produktion, wenn ich hier einen Steinbruch hinbaue und mehr Nahrung, wenn ich hier eine Farm hinbaue. Um das zu tun, brauchen wir Handwerker. Jeder Handwerker kann bis zu 3 Geländeverbesserungen bauen. Wie zum Beispiel die Farm, den Stein oder noch eine Farm. Steinbruch oder noch eine Farm zum Beispiel. Und ist dann weg und dann muss ein neuer gebaut werden. Das sehen wir aber auch später, wenn wir den ersten bauen. Beginnen tun wir aber mit einem Speer, denn es ist ganz wichtig, die Karte kennenzulernen. Und damit kommen wir zu den Forschungsbäumen. Das ist eine Sache, wo sich das Spiel sehr stark von seinen Vorgängern unterscheidet. Normalen Forschungsbaum erstmal noch nicht. Hier habt ihr einfach einen normalen Technologiebaum, der auch nicht so viele Technologien hat. Im Vergleich zu vorherigen Titeln. Und beim Forschen müsst ihr euch immer überlegen, was brauche ich oder wo will ich hin. Ihr könnt sagen, okay, ich brauche unbedingt Währung, um mehr Geld zu machen. Ihr könnt sogar hier draufklicken und dann erforscht die KI automatisch das, was ihr braucht, um dahin zu kommen. Das wollt ihr aber eigentlich eher selten machen. Und da ihr schaut einfach auf eure Karte und sagt, okay, den Bauernhof für den Reis kann ich ohnehin von Anfang an bauen, da brauche ich keine Technologie. Aber ich habe hier 4-mal Stein und hier seht ihr hier im Tooltip, wenn ihr drüber geht, benötigt Bergbau. Und es wäre auch irgendwo sinnvoll, wenn ich den abbauen könnte. Das heißt, ich forsche, was ich benötige, um das zu tun, also den Bergbau. Ich brauche nämlich den Steinbruch und die Mine. Mine kann man auf Hügel bauen, gibt auch Ressourcen, die damit abgebaut werden. Und Steinbruch eben für Stein. Zu diesem Zeitpunkt, ich hätte mir was lieber gewesen, wenn wir eine hätten, aber leider sehen wir hier keine. Es gibt auch sogenannte strategische Ressourcen. Das ist zum Beispiel Eisen oder Pferde. Warum heißen die strategisch? Strategisch heißen sie, weil man sie benötigt, um Dinge zu bauen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz in die Zivilopädie gehen und zu Eisen. Eisen ist eine strategische Ressource. Wird durch Bronzeverarbeitung freigeschaltet und wir müssen eine Mine bauen, um es auszubauen. Und es gibt einfach Einheiten, die ihr nicht bauen könnt, wenn ihr kein Eisen habt. Dasselbe gilt zum Beispiel, entschuldigt,
auch für Pferde. Pferde, strategische Ressource, müsst ihr mit einer Weide, die ihr über Tierzucht einforschen könnt, müsst ihr die abbauen, müsst ihr also die Monetisierung bauen. Und wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr zum Beispiel diese Einheit Reiter nicht bauen, denn die benötigt Pferde als Ressource. Und deswegen strategisch benötigt sie, um Dinge zu bauen. Punkt. So, wir forschen jetzt, wie gesagt, im Bergbau. Und im Forschungsbaum für Kultur ist automatisch Gesetz geben. Das ist nämlich das Einzige, was man anfangs in Anführungsstrichen erforschen kann. Das ist sehr interessant, das Neue an Civilization 6. Der Kulturforschungsbaum oder der Ausrichtungsbaum. Und zwar, ihr generiert Kultur und ähnlich wie in dem Forschungsbaum erforscht ihr damit Ausrichtungen. Das heißt, ihr habt eine gewisse Kulturkosten, 20 Kultur, und ich benötige 15 Runden, weil ich aktuell 1,4 Kultur generiere, um das zu erforschen, und erhalte dann die Boni. Das sind jetzt hier sehr spezielle Boni, zu denen kommen wir, wenn wir über Regierungen reden. Das kommt allerdings erst im nächsten Video, weil es 15 Runden eben dauert, um das zu erhalten. Forschungsbaum, wie gesagt, dasselbe natürlich mit Forschung. Ihr könnt hier drüber gehen, seht, wie viel Wissenschaft es benötigt, und dann könnt ihr euch eben sehen, okay, wir haben 2,8, also brauche ich 9 Runden, um das zu erforschen. Ihr seht an den Pfeilen immer hier oder in den Linien, dass es immer Voraussetzungen gibt für Technologien. Manche Technologien enden auch so ein bisschen im Dead End, dann zum Beispiel hier Bogenschießen. Eine sehr interessante Technologie, weil Bogenschützen sehr, sehr starke Einheiten sind, die man früh kriegt. Aber ihr braucht sie eigentlich nicht, um irgendwas weiteres zu forschen, also könnte man sie theoretischerweise auch auslassen. Ansonsten möchtet ihr viele Forschungen, um die nachfolgenden Forschungen zu erforschen und eben bis zum Ende des Forschungsbaums zu kommen. Ein weiterer ganz wichtiger Neuigkeit in Civilization 6 sind die Boni, die Eureka-Momente oder die Inspirationen. Seht ihr hier für Bonus, für Bonus, für Bonus, steht das hier überall drunter. Selbe gilt auch für die Ausrichtung, steht immer für Bonus. Was heißt es? Wenn ihr das tut, was in diesem Bonus steht, zum Beispiel modernisiert 3 Geländefelder, also ihr müsstet einen Handwerker bauen und 3 Felder modernisieren, dann erhaltet ihr einen Bonus. Und dieser Bonus ist sehr stark, das ist nämlich die Hälfte des Forschungsaufwands. Sie sitzt auch immer hier durch die Markierung der Hälfte. Das ist ein Bonus, den ihr erhaltet. Das heißt, ich brauche 30 Runden. Wenn ich aber den Bonus ausnutze und 3 Geländefelder modernisiere, brauche ich nur 15 Runden. Ihr könnt auch anfangen, Handwerkskunst zu forschen. Und wenn ihr es, und wenn ihr dann die ersten 15 Runden erforscht habt und noch weitere 15 Runden hättet, und dann modernisiert ihr 3 Geländefelder, dann habt ihr einfach schon fertig. Wenn ihr sagt, ich habe schon 25 Runden erforscht und dann mit der Bonus erfüllt, dann spart ihr euch die letzten 5 Runden. Aber prinzipiell habt ihr natürlich ein paar Runden verschwendet, weil ihr mehr hättet ausnutzen können. Da kann man sehr strategisch vorgehen und sagen, okay, ich habe gerade noch keinen Bonus, ich erforsche 15 Runden von dir und 15 Runden von dir, und dann lasse ich sie einfach durch den Bonus vollenden und muss nicht alles hineinstecken. Man kann da also auch fröhlich wechseln, man muss nicht warten, bis das fertig ist, man kann auch zwischendrin Technologie wirklich wechseln und verliert dadurch auch keinen Fortschritt. Auch hier seht ihr die verschiedenen Boni. Statt an der Kultküste gründen, ein Naturwunder finden, ist natürlich reine Glückssache. Eine Ressource abbauen heißt einfach, ihr braucht einen Handwerker, der eine Ressource eben abbaut. Eine Zivilisation treffen, ist natürlich auch ein bisschen glücksbasiert. Oder mit einem Schleuderschützen eine gegnerische Einheit töten. So, jetzt haben wir unheimlich viele Dinge getan. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Fakt von Civilization. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Das heißt, ihr befehligt alle Dinge, die ihr tun könnt, und dann geht ihr in die nächste Runde. Jetzt werden Dinge berechnet, zum Beispiel was die KI tut in dieser Zeit. Und jetzt sind wir in der nächsten Runde. Das heißt, jetzt haben wir einmal eine Runde Produktion in den Speer hineingesteckt. Wir haben eine Runde Wachstum ins Wachstum reingesteckt, deswegen ist es um eine Runde weniger geworden. Dasselbe gilt für unsere Forschungen. Und unsere Einheiten können sich jetzt wieder bewegen. Es wird automatisch eine Einheit ausgewählt, weil das Spiel davon ausgeht, dass du jetzt halt eine Einheit steuern willst. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen erkunden, wir wollen aber nah unserer Stadt bleiben. Denn eine der wichtigsten Sachen, die sich Neulinge merken müssen, die sich auch Leute merken müssen, die von Civilization 5 oder Civilization 4 oder allen anderen Civilizations gerade frisch kommen: Barbaren in Civilization 6 sind kein Witz. In Civilization 4 waren sie immer so ein bisschen problematischer, man konnte schon damit umgehen. 5 kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber Tatsache, in Civilization 6 können Barbaren euch wirklich hart treffen. Wahrscheinlich für Neulinge einer der größten Fallen überhaupt, weil die halt auch mal gern kommen und eure Stadt vernichten. Also ihr solltet wirklich mit eurem Krieger nah an eurer Stadt bleiben, falls ihr Barbaren seht, um eure Stadt eben in der Lage zu sein, eure Stadt zu verteidigen.
Hier finden wir neue Ressourcen. Jetzt haben wir eine Luxusressource, die wir mit Bergbau abbauen können, die eben zusätzliche Zufriedenheit für unser Reich geben würde. Hier sehen wir jetzt übrigens ein schönes Feld. Das erhält Forschung und Kultur. Das heißt übrigens auch, dass hier ein Naturwunder ist. Das ist ganz schön, dass wir es sehen, weil normalerweise würde eine Ebene mit Weizen nicht Kultur und Forschung abwerfen. Allgemein übrigens Grasland, 2 Nahrung, Ebene, Nahrung, Produktion. Hängt immer ab davon, was drauf ist. Dann gibt es zusätzlich, Hügel heißt eine Produktion mehr. Deswegen Graslandhügel, 2 Nahrung plus eine Produktion. Ebenenhügel, 1 Nahrung plus eine Produktion. Wald ebenso erhöht die Produktion. Und das sind einfach die verschiedenen Sachen, die sich eben aufeinander stapeln bei solchen Sachen, um den Ertrag zu brechen. Muss man normalerweise nicht wissen, wird ja eh angezeigt. Kann man natürlich übrigens auch ausblenden, wenn einem das nicht gefällt, dass man das dauernd sieht. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich persönlich lasse es mir immer ganz gerne anzeigen, weil ich dann immer gleich mal weiß, wohin ich will. Und man auch überlegen kann, wo ich meine nächste Stadt hingründe. Denn wir wollen auf jeden Fall irgendwann einen Siedler bauen und neue Städte gründen. So ziehe ich mir einmal hier hin und... Is a 250 square mile tiger trap made up of massive obelisks riddled with jagged spears, and yes, they will cut your pretty face. Na, das haben wir eben ein Naturwunder entdeckt. Naturwunder geben Boni auf die Karte und geben auch andere Boni, zum Beispiel auf Glauben unter Umständen, und haben verschiedene Texte. Könnt immer die Beraterin einschalten, die euch sehr viele Sachen erklärt. Jetzt haben wir hier auch sehr schön den ersten Bonus. Wir haben eine Naturwunde entdeckt und da kommt diese Meldung, Eureka. Und jetzt haben wir für Astrologie, weil wir eine Naturwunde entdeckt haben, eben diesen Bonus erhalten und haben das schon halb erforscht. Für Inspiration haben wir für Aushandel ebenso, denn wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Kontinent muss man aufpassen, darf man sich nicht so vorstellen wie auf der Weltkarte, dass da irgendwie große Landmassen von Wasser getrennt sind, sondern Kontinente sind einfach Einteilungen der Gebiete. Wir haben hier als Kontinent Atlantis und da oben ist eben, beginnt die Antarktis. Die heißen dann einfach so. So. Und jetzt gehen wir mal noch ein Feld. Also ihr seht jetzt hier dieses Naturwunder. Wenn man hier drüber geht, unpassierbares Naturwunder, bietet plus 1 Kultur und plus 1 Wissenschaft für alle angrenzenden Felder. Also sehr nützlich. Es gibt sehr, sehr starke Naturwunder. Das ist eine Sache, die ich persönlich ehrlich gesagt optisch ganz nett finde, aber ehrlich gesagt mich auch ein bisschen schade finde, weil es halt eine sehr glücksbasierte Geschichte ist. Es gibt nämlich auch noch stärkere Naturwunder, die ich persönlich stärker finde. Und wenn man halt Glück an der Nähe ist, dann hat man halt gleich sehr starke Stadtpositionen, aber es ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich eher in die Richtung will, um am Fluss zu bleiben. Und wie gesagt, ihr wollt immer Flüsse haben im Normalfall. Und was haben wir hier? Wir haben hier Küstengewässer. Das ist so eine Sache, das ist so ein bisschen fortgeschrittene Taktik eigentlich, dass man hergeht und sagt, man nutzt dieses Tool auch so ein bisschen zu spionieren sozusagen. Wir sehen zum Beispiel hier rot, was darauf hinausschließt, dass hier oben eventuell eine Stadt ist, weil sonst wäre das hier eigentlich nicht rot. Und wir wissen, hier ist grün, das heißt, dass da eine Küste ist. Das ist aber ein bisschen eine fortgeschrittene Taktik. Leider sehe ich das jetzt nicht mal, aber hier ist zum Beispiel jetzt die Küste. Und eine Sache, die auch so ein bisschen sehr schön ist, dass sie es eingebaut haben, die ich durchaus empfehlen würde, sich dran zu gewöhnen, ist Landkartennadeln löschen. Also ihr könnt jetzt hier irgendwo hingehen und sagen, ich markiere diese Nadel und kann mir dann da auch eine Stadtposition merken, eine eventuelle interessante. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die man natürlich nicht tun muss. So, jetzt will ich aber noch kurz wissen, ob ich recht hatte mit meiner Vermutung. So. Also wir haben keine Stadt hier oben, das heißt, der Kartenmodus hat mich benötigt. Bergbau. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum ich hier nicht siedeln kann, sage ich euch ganz offen. Aber es wird schon seine Gründe haben. Ah, da oben, da ist doch, da ist eine Stadt in der Nähe, wusste ich es doch. Haha. Das hier geht übrigens fröhlich weiter, da müssen wir uns aktuell nicht drum kümmern. Und in der nächsten Runde erkläre ich euch dann kurz, wie Barbaren funktionieren. Das will ich aber erstmal kurz... Okay, ein Stadtstaat, das ist keine andere Zivilisation. Über Stadtstaaten will ich auch in einem anderen Video reden, weil das ist nochmal ein eigenes, längeres Thema.
Aber auf jeden Fall hatte ich da zumindest schon mal recht, dass sich das eben damit zusammenhängt. Also Kader hat mich nicht angelogen, dann passt das schon mal. Also ihr könnt das Tool nutzen, um ein bisschen in die Terra Incognita hineinzuspähen, wie ich das gemacht habe. Ist natürlich jetzt eine bisschen fortgeschrittene Taktik, muss man eigentlich nicht tun, um das Spiel zu meistern. So, jetzt haben wir hier einen Barbaren-Lager. Wie funktionieren Barbaren? Barbaren sind so die etwas... sind so die Bösen in dem Spiel. Barbaren, man kann mit Barbaren nicht reden, man kann mit ihnen nicht verhandeln. Barbaren greifen einen einfach an. Punkt. Barbaren tauchen einfach auf der Karte auf. Die können überall spawnen, teilweise sogar mitten in eurem Sichtfeld. Also das kann auch sein, dass jetzt einfach hier im nächsten Runde ein Barbar spawnt. Und die haben normalerweise diese Camps, diese Lager. Und wie das normalerweise funktioniert, das finde ich sehr schön gemacht in dem Spiel. Die schicken Speer aus, genauso wie eure Speer. Laufen durch die Gegend, wenn sie ihre Stadt entdecken, laufen die Speer zurück zum Barbarenlager. Und erst dann greifen einen die Barbaren an. Das ist also sehr realistisch simuliert, obwohl man ja als Spieler sagt, hey, ich habe das gefunden, ich muss jetzt nicht zurück zur Stadt laufen, um zu wissen, was es ist, sondern ich weiß es sofort. Aber für die Barbaren ist es tatsächlich simuliert, dass ein Speer zurücklaufen muss, um eine Botschaft zu senden. Und dann würden sie mich angreifen. Das heißt, ich kann auch versuchen, den Speer zu attackieren und den Speer aufzuhalten, um zu verhindern, dass sofort Barbaren auf mich zukommen. Irgendwann kommen sie aber immer auf einen zu. Barbaren sind ein großes Problem in dem Spiel. Und ihr wollt euch am besten versuchen, Barbaren zu vernichten. Vor allem die Barbarenlager, denn die Barbarenlager spawnen neue Einheiten. Hier habt ihr übrigens immer verschiedene Meldungen. Die habe ich jetzt gerade wieder weggeklickt und eine neue Stadt gegründet zum Beispiel oder gefunden. Und dann habt ihr da eben Informationen. So, jetzt bewege ich mich hier hin. Und jetzt bin ich in der Kontrollzone der Einheit, des gegnerischen Einheit. Deswegen war es auch rot markiert. Jetzt kann ich mich nur noch beschränkt bewegen. Dazu kommen wir in der nächsten Runde dann auch zum Kampf. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir den gefunden haben. Und können dann nämlich nicht nur über Kampf sprechen. Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Da sprechen wir dann auch über diverse andere Dinge. Wir sollten dann Gesetzgebung erforscht haben. Das heißt, wir sprechen über Regierungen. Wahrscheinlich werden wir über Stadtstaaten sprechen. Regierungen, Kampf. Und einfach mal schauen, was uns noch so alles in den Sinn kommt. Auf jeden Fall werden jetzt wirklich sehr langsam vor uns hinspielen. Ich werde jetzt wahrscheinlich keine ganze Partie in diesem komplett erklärenden Modus spielen, aber einfach so den Anfang, dass ihr einfach mal wisst, was ist los und damit ihr das Spiel auch beginnen könnt. Also nochmal, was macht ihr am Anfang? Ihr erkundet die Karte, ihr gründet eure erste Stadt, überlegt euch, wie kann ich die Karte ausnutzen, nehmt die Informationen, die ihr habt, ihr wisst, was Nahrung ist, ihr wisst, was Produktion ist, ihr wisst, wofür ihr Wissenschaft und Kultur benötigt. Wir haben aktuell übrigens einen höheren Kulturausstoß als vorher. Das würde ich ganz gerne mal wissen. Wodurch hat sich der erhöht? Plus 2 durch Modifikatoren. Ich will irgendeinen Modifikator für Kultur erhalten. Der hier lustigerweise nirgendwo aufgeführt wird. Ich nehme an, dass es mit dem natürlichen Wunder hier zu tun hat. Ja, lustigerweise, das ist auch so eine Sache, die ich mir manchmal denke. Meistens findet man Informationen, manchmal sind sie ein bisschen versteckt, aber die meisten Informationen findet man. Wie ihr seht, findet man aber nicht alle. Ist nicht immer ganz einfacher, die meisten Sachen findet man dann doch irgendwann mal heraus. Wie gesagt, Stadtgründen, Produktion, Nahrung, eure 4 globalen Ressourcen, wie gesagt, zu glauben, sind wir in diesem Video nicht wirklich gekommen. Wird erst später gekommen, ein anderes Feld, die mehr später kommen, sind große Persönlichkeiten. Und ihr habt die Minimap, ihr habt eure Kartenmodi, die euch verschiedene Sachen anzeigen. Ihr habt die Möglichkeit, Nadeln zu platzieren. Ihr habt übrigens auch die strategische Ansicht, die einfach das Ganze von oben zeigt, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Ist eigentlich hauptsächlich für den Kampf gedacht. Man kann damit aber eigentlich auch schön spielen, finde ich. Also teilweise ist es doch ein bisschen übersichtlicher, weil halt Sachen eindeutiger markiert sind. Also wir sehen halt sehr eindeutig, was Grasland ist, was Ebene ist. Und sind ein paar Sachen halt einfach ein bisschen arg eindeutiger markiert und dadurch teilweise für manche Leute vielleicht interessanter zu spielen, als wenn man immer in der normalen Karte ist. Ist halt natürlich jetzt grafisch weniger aufwendig. Vielleicht läuft es bei einem anderen auch besser, das kann natürlich sein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen zu unserem ersten Walkthrough-Tutorial-Video. Ich werde die hier in einem etwas langsameren Rhythmus aufnehmen, weil ich ehrlich gesagt vom nächsten Video Feedback von euch hätte, also kommentiert. Wenn das Video hochgeladen ist, habe ich das zweite Video noch nicht aufgenommen. Deswegen würde ich gerne so viel wie möglich von euch dazu hören, was euch gefehlt hat,
was man besser machen könnte. Soll ja für euch auch natürlich nützlich sein, das Ganze. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bis dann, viel Freude, Servus.